Zentimeter am So, Stück weg. jetzt seid ihr auf Sendung. Das wird oh klasse. mein Gott, auf Sendung, Hilfe, Hilfe. Hallo. Oh. Hallo und schönen guten Abend. Ja, ich freue mich tierisch. Ich höre hier immer nur Gitarrenklänge, da die Gitarren. Ein Hallo, hoch, sind wir schon hoch, sind wir schon auf Sendung. Ja, wir sind auf Sendung. Das taucht halt immer wieder mal auf, aber man hört nichts heute. Ich habe den Ton nämlich ausgeschaltet, ich habe dran gedacht. Okay. Freue mich auch sehr. Und ich freue mich vor allen Dingen, wir haben Mixed heute hier, die Nele und den Klaus. Und das war es auch schon, was ich sagen wollte. Am Freitag wieder Livestream hier. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Ich weiß nicht, ob sie eine ganze Stunde spielen. Sie dürfen eine Stunde spielen. Dürfen sie, also kein Problem. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Mixed. Ciao. Dankeschön, Rainer. Bitteschön. Ja, okay, wir sind Mixed, das wisst ihr jetzt. Wir fangen an mit einem Stück, das heißt Alberta. Slash and Young, eine Supergruppe aus den 70er Jahren, und das Stück heißt Right Between the Eyes. My head is hanging.
and heavy, but the thoughts of it in mind. This sad philosophy, but why they shut the blind? To tell before you come to me, from out from yonder skies. A man to man, who looks a man, black between the eyes. I'm a pain that we could bring to him. I don't think he could be. Please don't ask me how I know. I've just been up that street, and all the people living there have been silenced by their own lies. A man's a man who looks a man right between the eyes. Danke, Arzt. Wo hast du denn die vielen Leute her? Haben die eine Maske auf? Ja, die habe ich einkauft. Halten die Abstand. Ja. So, wir kommen zu einem Stück von Kris Kristofferson. Bekannt gemacht wurde es durch Janis Joplin. Und das ist so eine Tramper-Story aus den 70er Jahren. Ne? Wo wir noch nicht gelebt haben, ne, Klaus? Ja, genau. Ja, ja. Also es ist lange vor uns. Kennen wir nur aus Geschichtsbüchern. Genau. Okay. Wir sind ja erst um die 30, ne? So. 28. Ne? 28, ja. Mache ich uns noch älter, als wir sind. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains. Feeling needles faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Tickets on the way to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana. Was blowing sad while Bobby sang the blues. With a windshield wiper slapping time out, Bobby's clapping hands when he finally sang up every song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. And nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord Brown. Bobby sang the blues. But it was good enough for me. Good enough for me, I'm Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me alone through everything I've done, and every night she kept me from the cold.
Somewhere near Salinas, Florida, let us slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I'll trade all my tomorrows for singing yesterday, holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. And nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, run. Bobby sang the blues. And Bobby, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. Ziemlich neues Stück aus unserem Programm. Das ist ein Stück von Deep Purple, aber keine Angst, Smoke on the keine Krachen. Nee. Ja, nicht Smoke on the Water oder sowas. Oh. Nicht. Auch Mellow. Eine zarte Ballade. Das ist ganz toll. Die nennt sich When a Blind Man Cries. Ups. Brauche ich nur noch die richtige Harp? Die Harp, genau. So. Ready? Oh, jetzt geht hier alles abwärts. Moment. Kleinen Moment, kleinen Moment. Moment. Okay. So, jetzt müsste es halten, okay. Hoffentlich. Okay. Wir haben okay. Zeit. Wir haben Zeit. Close the door. I'm not expecting peoples anymore. Hear my grieving lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man. I'm a blind man. And my world is big. When a blind man cries, Lord, you know, there ain't no Saturday. Things.
blind man, and my world is clear. When a blind man cries, Lord, you know there ain't no sanity. Das heißt Going Down This Road. Feeling bad. Na, das wollen wir nicht. Jetzt bist du vor, das bin ich. Nur eine halbe Portion wollte ich immer schon mal sagen. So. Alright. So, nächstes Stück. Going down this road, feeling bad. Going down this road now.
Die dürfen nicht fehlen. Ne? Das machen schon wahr. Ja, ja. Ja, die haben wir nochmal dann später. Ah, gut, geil. So, ein Stück, das hat der zu der Zeit, als es rauskam, hat der Brian Jones, der Gitarrist von den Stones, hat das auf einer Sitar, auf einer indischen Sitar gespielt, diese Melodie. Die Sitar? Ja, die Sitar, ne? Aus Indien. Abgesucht von Rosita. Ja, die Ritter, sondern die Sitter. Die Sitter aus Indien. Also Braut, ja. So, das Stück heißt Painted Black. Kommen wir zu unserem ersten Rockstück. Also wir heißen Mixed, bei uns geht alles quer durch den Gemüsegarten und deswegen spielen wir jetzt ein Stück von Bon Jovi. Nächste Mal muss da was machen von für mich. Quellkartoffeln und Dubstus. Okay. Das werden wir hart üben. Ja, mal gucken. Aber Wind. So, ein Stück heißt, das ist ein Vorschlag von der Nele gewesen, als lieb wenn am Dead. Ja, als lieb wenn am Dead, also ich werde schlafen, wenn ich tot bin. Ein Stück von Bon Jovi. Thank you.
talking at me. Gonna use for something worse than endless degrees. I don't need no money for the rest of the week. Found a lot of time and live a baby, I don't sleep. I'm all right to you. I'm never gonna try to you. I'm gonna trap you while I do for with you. So, wir machen noch was von den Stones. Steck eine Ode an den Rock'n'Roll sozusagen. It's only Rock'n'Roll, but I like it. Grüße vom Ingo. Oh, danke. Gruß zurück. Gruß zurück. Ja, von mir auch, ne? Ja, natürlich, klar. If I could speak of my pain in my heart, to be sad right on stage. Oh, would it satisfy you? Would it lie and buy you? Would you think this boy is strange? Strange, strange. If I could feel you, if I could sing you a love song so divine.
Aber jetzt kann ich das Pinke lesen. Ah, kommt die Lukulele. Die Luku. Die kleine Gitarre. Die Ükü. Die Mini-Gitarre. Ja. Sopranbass. Bei 90 Grad gewaschen, ne? Thank you.
Von Can't Heat aus den 70er Jahren. Eines der Hits von Can't Heat. Ja. Die Hitze in Dosen. Ja. So, wir machen noch ein Stück von Eric Clapton. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Radio FFH, da kann man sowas Witziges, da hat einer gesagt, ja, er möchte jetzt Leila hören von Erich Clapton. Erich, ja. Ja. Erich. Ich hätte gern Quellkartoffeln und Dup-Dup und Adam und Wiki. Das wissen wir schon. Das spiel mal als Zugabe, Axel. Genau. Du singst aber. Genau. Okay, also ein Stück von Eric Clapton nennt sich. Erich Klaus. Ach, Erich Clapton. Ja, Erich. Ja, ja. Kannst du mal sehen. Ne? Also, Slow Down, Linda heißt das Stück. Slow down.
slow down, Linda. Don't you think that you can save a little time with me? Slow down, slow down, slow down, slow down, Linda. Don't you know that I've been waiting for your company? Don't you know that I've been waiting for your company? Von Eric Clapton. The Money and Cigarettes. So, wie sieht es denn zeitlich aus? So, haben wir noch ein bisschen? Wir brauchen noch Stunden. Stunden. Ui, mein Stunden. Gott. Oh, mein Gott. Oh, feier. Hilfe. So, wir. Wie gesagt, wir machen jetzt unserem Namen Mix wieder alle Ehre und kommen von einem Blues Rock zu einem Gypsy Swing. Eigentlich kein Original Gypsy Swing, das Stück wurde geschrieben vom Wilden Holz. Ein tolles Trio mit Kontrabass, Gitarre und Flöte. Und die haben das geschrieben. Und das ist aber so in diesem Gypsy Swing-Stil. Also so à la Django Reinhardt und Kurzhorn. Also die heutigen heißen Stochelo Rosenberg, das ist glaube ich momentan der angesagte Mann. Der ist wirklich super gut. Ich bin auf Facebook auf so einer Seite drauf, Gypsy Swing. Und da kann ich dann immer die aktuellen Sachen sehen, also auch Konzertausschnitte und so. Tolle Musiker. Okay, das Stück heißt Moretti Swing. One, two, three. Jetzt machen wir einen waschechten Blues. Das war ein Vorschlag von der Nele, dass wir noch einen richtigen Zwölftakter mit drei Akkorden und so weiter reinnehmen. Und da haben wir uns entschieden für ein Stück, das Eric Clapton bekannt gemacht hat. Erich Clapton, genau, der hat es bekannt gemacht. Aber geschrieben hat es der Bo Diddley. Bo Diddley? Ja, Bo Diddley, der hat es geschrieben. Der macht normalerweise immer so Musik. Aber da hat er mal eine Ausnahme gemacht und hat mal einen Blues gespielt. Komponiert. Before you choose me, take a look at
would say I'm spending my money with other women, and you take your money from someone else. Well, I called your mama that fearful night ago. I called your mama that fearful night ago. Oh, you said, mama, say something, you're cool. Take a look at yourself. Take a look at yourself, yeah. It's all that keeps me here. Take a look at yourself. Just take a look at yourself, boy. I say I'm spending my money with other women, and you take your money from someone. War eine gute Idee, das reinzunehmen. Ja. So, okay. Wir sind jetzt mit unserem Programm soweit am Ende. Habt ihr vergessen? Ja. Einer geht noch! Ja, der kommt jetzt. Ja, dachte ich mir. Also, einen wollen wir noch machen. Wer noch fehlt in der Reihe ist Jimi Hendrix. Zumindest mir fehlt er. Ich als Jimi Hendrix-Fan muss natürlich auch unbedingt was von ihm reinmachen. Und da haben wir uns eine schöne Ballade ausgesucht. Normalerweise spiele ich an der Stelle immer Hey Joe, aber das habe ich schon so oft gespielt. Und da haben wir uns für ein anderes Stück von ihm entschieden, das heißt Little Ring, eine schöne Ballade. Thank you.
that's all I ever think about. Well, I'm sad, she comes to me with a thousand smiles, the heart she gives to me free. And she says, it's alright. Take anything you want from me and fly on the way. Dankeschön. Hat uns Spaß gemacht, hier zu spielen. Es war toll. Und ich hoffe, wir können mit Tesa auch mal live spielen vor Publikum. Das kommt mit Sicherheit. Verabschiedet euch gleich. Okay, willst du noch was sagen, Rainer? Nein, ist alles klar. Ich habe alles gesagt. Nach so einem Konzert kann man nichts mehr sagen. Okay. Peace. Peace. Ciao, macht's gut. Tschüss.